So, die Anafa. Wie üblich, was ist die Anafa überhaupt? Es ist eine einmalige oder mehrfache Wiederholung eines Wortes oder auch einer Wortgruppe. Jetzt wichtig, am Anfang aufeinanderfolgende Phrasen, Sätze oder Satzteile. So, wichtig ist auf am Anfang. Es gibt auch noch andere Kombinationen, die Epiphany. Ich werde hier eine Infocard einblenden, da könntet ihr gleich mal das parallel euch angucken. Quasi ist das eine, jetzt mit einem Fremdwort, ein anderes Fremdwort erklären, eine auseinandergezogene Geminatio. Das ist die Wiederholung eines Wortes oder eines Satzteils unmittelbar hintereinander. Aber hier bei der Anapher stehen zwischen den Wiederholungen Wörter oder ganze Satzteile, werdet ihr an dem Beispiel noch gleich ganz gut sehen. So, der Text wird durch diese Anapher verlangsamt, das ist ganz klar, aber eben auch ganz klar strukturiert und rhythmisiert. Die Teile werden dadurch als besonders bedeutsam hervorgehoben und das Gegenstück dazu ist die schon erwähnte Epipher, wie gesagt, Infocard. So, jetzt kommt das Beispiel. Ich habe aus der Bergpredigt was genommen. Das ist ein sehr schöner Text, der das super verdeutlicht. Und zwar gefragt, was denn eigentlich Gott will, sozusagen, und wer dann belohnt wird oder wer sozusagen selig wird, antwortet er dann, ich lese es einfach mal vor, sage immer mal ein bisschen was dazu, aber wir werden dann, wenn es fertig ist, ganz deutlich sehen, wie das wirkt, dieser Anapher. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Übrigens, kurze Anmerkung, geistlich arm, nicht geistig arm. Das wird immer wieder falsch gesagt. Geistlich bedeutet, dass sie nicht praktisch in der Kirche sind und so tun, als wüssten sie, was Gott will und den Leuten quasi Befehle geben, sondern geistlich bedeutet, dass sie sozusagen Gott suchen aus sich selbst heraus, aus einem inneren Antrieb heraus. So, aber ich bin jetzt kein Theologe, das wird nicht ganz richtig korrekt sein, aber geistlich, nicht geistig. So nochmal. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden, also sie bekommen Gerechtigkeit. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die da reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. So, und jetzt seht ihr, ich mache mal den Mauszeiger, da ist er. Jetzt seht ihr hier praktisch die Anapher, ist gelb praktisch deutlich gemacht. Immer gleich oder zumindest ähnlich. Hier die dritte Zeile ist ja ohne Komma. Ja, und dann aber getrennt durch das, was man quasi strukturiert und rhythmisiert dann sagen will, nämlich die eigentlichen Aussagen. Und so sieht man wunderbar, wie so eine Anapher funktioniert. Und der letzte Satz wieder: Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Und so geht das dann eben weiter. Und man sieht wirklich ganz toll, wie das funktioniert. Und ja, ist, glaube ich, auch sehr nachvollziehbar. So, ansonsten bestimmte Stilmittel erkläre ich euch immer mit Beispielen, genau wie in diesem Video. Immer in Einzelvideos. Ihr könnt praktisch die nach den Begriffen suchen. Und diese Einzelthemen habe ich in eine Wiedergabeliste gepackt oder werde ich in eine Wiedergabeliste packen, die dann immer größer werden wird, sodass ihr auch darüber navigieren könnt und das benutzen könnt. Ansonsten hoffe ich, das hat euch was geholfen. Abonniert meinen Kanal, lasst ein Däumchen da. Ein Däumchen wäre ein Träumchen oder benutzt irgendwelche anderen Videos, die ich gemacht habe. Und bis zum nächsten Mal.